Grätze, das ist meine letzte Party war. Dann war ich richtig heftig. Mein Freund und Nachbar, der Jens Jensen, der wollte heiraten. Die Janine Jansen aus dem Nachbardorf. Ja, und Abend vorher oder Tag vorher, da hat er den geplant, da macht er so eine Fliesen auf Nimmer Wiedersehen und Tschüss-Party. Irgendwie so abgestellt, ja. Weiß nicht, wie heißt das bei euch? Junggesellenabschied oder so. Da hat er gesagt, Bruder, wir machen nur ein Gig drauf. Ich sag, jo, dann mach ich mit. Ich sag, was machen wir denn? Sagt er, ich muss nur Regenhaar und. Ich sag, jo, meine Alten, die. Weiß da nichts von. Ich sag, wann geht's denn los? Ja, gleich wieder. Ich stell gleich zum Telefon, ich sag, bei der Bahn angerufen, ich sag, zwei Karten, einmal mit der Regenhaar hin und zurück. Ja, wir sind dann. Der Anhalter gefahren. Und dann kommen wir da an. Da muss ich euch sagen, die Frauen dort, die sind richtig höflich. Aber so richtig höflich. Die erste, die kam euch auf mich zuhören. Französisch, ich sag, wie in den Friesisch. Aber da war schon mein Hamburg war. Ich sag zu Jens, der musste übrigens, das ist lustig, der musste schon unterschreiben bei uns beim Rathaus, dass er geheiratet. Und bei uns übernehmen ja die Männer den Familienamt von Herrn Flatter. Damit dann gleich klar ist, wer dann der Mann im Rathaus ist. Ne? So. Und er hat einen Doppelvornamen, Jens Jan. Das heißt also Jens Jan, Jensen Jansen. Da musste ich mich jetzt dran gewöhnen. Ich sage, Jens Jan. Ich sage, die erwarten hier Hochwasser. Die haben alle so hohe Stiefel schon. Haben die was vorher gesagt? So, nee. Und dann sind wir da so rumgetingelt. Und irgendwann sagte ich dann so, ich habe Hunger. So, jo, lass uns was essen gehen. Dann sind wir da so die Straße und dann standen wir da vor so einem Laden, schön rot erleuchtet. Lounge, Bar, Restaurante, Table, Danze. Ich sag, was kriegen wir denn da gehen wir rein? Dann kommen wir da rein und dann saßen da schon ein ganzer Männergesangsverein. Die saßen an so einem großen, geschwungenen Tisch, der ging so bis zur Brust. Da hingen alle mit dem Kind dran. Aber in jedem Restaurant geht das wohl so sein. Ich sag, da kriegen wir gleich schnell was, weil die sind schon fertig mit dem Essen. Gerade auf diesen drei Spießen, die da auf dem Tisch stehen, das kann gleich mehr sein. Da haben wir uns da hingesetzt, hingen da auch so mit dem Kind. Und plötzlich kommen die Kenner. Ich sag, ja, das ist Jan, wie heißt die jetzt eigentlich? Jetzt Jan. Ich sag, guck mal, die ist ganz neu. Die hat ihre Schürze in der Küche vergessen. Und kommt direkt auf den Tisch auf uns zugelaufen. Das muss man gesehen haben. Die kam ja so durch diese schwingenden Türen. Und rannte vor mir in die Story. Oder in diesen Speech oder was das auch immer war. Ich sag, Mädchen, schieb den Spieß beiseite, ich hab Hunger. Und dann fing ich ihn an diesen Spieß zu drücken. Und drücken. Ich sag, mir so wie das nix. Ich sag, da muss man das leisten. Und dann ging die in die Hocke. Und zog sich wieder hoch. Ich sag, Mädchen, dich will ich nicht. Ich sag, komm her. Ja, und dann wurde die Wohnung ganz bescheuert. Dann fing die nämlich noch zum Schluss an, dem Spieß die Zunge rauszustrecken. Ich sag, weißt du was, Jensen? Ich sag, wir gehen zur Nordsee, da ist man Fischbrötchen. Da kann ich das nächste Mal gut machen.